Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic! Wuhu! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xaug und wir legen auch gleich los. Und zwar heute ein paar kleine Fanquests der besonderen Art. Und zwar haben wir einen PC! Wow, was ein Riesenklotz! Ein PC von Crafter King! Dann haben wir einen, zwei Zylinder, glaube ich. Zylindermotor. Von Dings, Firestorm. Da hat er auch schon länger nichts mehr eingeschickt, beziehungsweise es kam schon länger nichts mehr von ihm. Ich bin mal gespannt, was an diesem Zylinder so besonders ist und was der so kann. Dann von Crispy ist diese Bushaltestelle, die wirklich, 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 wirklich schick ist. Da bin ich aber auch mal gespannt. Dann haben wir von Crafter King diesen Counter. Er hat gesagt, dass er meinen benutzt hat und ihn ein bisschen modifiziert hat. Man sieht, das ist ein bisschen größer, mit einer schönen Glasfront bin ich mal gespannt, was er da gemacht hat. So, dann haben wir eine... die Bühne, also so eine ausfahrbare Bühne von Fabioli. Dann haben wir zwei Creeper, und zwar einmal den hier von Paul und den hier von Gamer. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten mal ein Master Builder Event in Scrap Mechanic und da durfte man alles mögliche rund um Minecraft bauen. Da haben natürlich sehr viele in Creeper gebaut, deswegen gibt es diese zwei Creeper hier als Nachzügler nochmal. So, ja, womit fangen wir an? Ich glaube, wir fangen einfach damit an, was ich auch gesagt habe in der Reihenfolge. Also fangen wir mit dem PC von Crafter King an. Wir hatten ja letztens schon mal einen PC und der sah auch schon ziemlich cool aus, aber der hier sieht auch richtig klasse aus. Er sieht ein bisschen schlichter aus, finde ich aber gut. Sag mal hier. Ah, ich glaube, ich habe schon so eine Form. Oh. Man sieht auch übrigens keine Mods. Also bei dem PC wurden keine Mods benutzt und trotzdem sehen die Anschlüsse und so richtig cool aus. Nicht schlecht. Und hier kann man auch so ein bisschen reingucken. Da sieht man Kondensatoren und so. Ah, das ist das Netzteil. Schaut mal, mit dreipoligen... Ja, Wahnsinn. Ja, klasse. Da ist die Spule. Fette Kondensatoren. Kann man vielleicht auch mal erklären, was die Aufgabe von so einem Netzteil ist. Nicht nur Strom liefern, sondern auch Spannungsspitzen zu verhindern. Im Inneren des PCs. Es ist eigentlich immer so, dass es immer mal so ein Wechsel der Spannungsspitzen gibt. Deswegen nennt man das auch meistens Wechselstrom. Glaube ich jedenfalls. Oder kann man zumindest so ein bisschen als Eselbrücke benutzen. Und das ist so, dass immer mal ganz kurz vielleicht der Strom weniger sein kann, wenn man zum Beispiel Licht anschaltet. Vielleicht kennt ihr das, wenn man Licht anhat und man macht dann irgendwas an, was viel Strom braucht. Zum Beispiel ein PC, Fernseher. Gut, Fernseher brauchen jetzt nicht mehr so viel Strom. Staubsauger, irgendwie sowas, was viel Strom braucht. Dann geht immer das Licht ganz kurz so ein bisschen aus. Also so ganz kurz. Also wirklich, man sieht es kaum mit dem Auge, sondern es wird nur so ganz kurz so ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ihr das schon mal, ob ihr kennt, was ich, wisst, was ich meine. So, und das ist für einen PC richtig scheiße. Das darf bei einem PC nicht passieren. Die Hardware leidet darunter, der PC läuft nicht mehr richtig, unter Umständen stürzt er komplett ab und bleibt hängen und lauter so komische Scheiße passiert. Deswegen kann ein PC praktischerweise so eine Sekunde, manche bisschen länger, manche weniger, ohne Strom auskommen. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Auslastung gerade ein PC hat. Er kann so ganz kurz ohne Strom auskommen. Ich habe in meiner vorherigen Wohnung, das hätte ich beinahe den Ort gesagt, wäre zwar jetzt nicht schlimm gewesen, aber in meiner vorherigen Wohnung war es so gewesen, dass da voll oft Stromausfall war. Ich weiß nicht warum, aber da war so oft Stromausfall. Und manchmal wirklich nur so, zack, aus, an. Der Bildschirm ist ausgegangen, weil der hat keine Kondensatoren in dem Sinne, die Energie speichern und das überspringen können, wenn da mal was ist. Bildschirm, alles ausgegangen. PlayStation zum Beispiel hat sowas auch. Oder eine Xbox oder was auch immer. Mein erstes Let's Play ist ja so gewesen. Kurz ausgegangen. Ich dachte, alles ist aus, weil der Fernseher ausgegangen ist, aber die PlayStation ist angeblieben. Habe ich nur nicht gemerkt. Ja, deswegen gibt es diesen Schutzmechanismus, damit
der PC keinen Schaden nimmt, wenn man mal ein Licht anschaltet oder einen Staubsauger oder irgendwie sowas. Weil das wäre ja scheiße. Deswegen gibt es da so eine Art Schutz. So, sieht ja mal richtig cool aus. Zwei fette Grafikkarten, die wirklich sehr, sehr, sehr schick sind. Dann haben wir da oben den CPU-Kühler, einen richtig fetten. Hier kommen die RAM-Riegel rein. Chipsets. Hier haben wir noch so eine kleine... ich würde das jetzt... Hey, warte mal. Hä, wo? Hä? Hä? Wo steckt denn die Grafikkarte? Das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Also bei mir steckt die Grafikkarte in so einem Slot drin und nicht lose. Das ist jetzt ein bisschen... seltsam. Aber das macht ja nichts. Wundert mich jetzt trotzdem, weil alles so detailgetreu ist und dann fliegt die Grafikkarte im Losen herum. Gut, sie ist da mit dem Kühler irgendwie verbunden. Was ich auch ein bisschen komisch finde. Aber das ist ein bisschen schade jetzt. Ein bisschen. So, hier haben wir Festplatten. Oh, 3 Stück. Yeah. So, dann haben wir hier einen Schalter. Für Licht. Ah, okay. Nice, nice. Damit der Mann, der den Computer repariert, was sehen kann. So, da oben. Es sind Schalter, aber ich komme nicht dran. Wenn der fehlende Zentimeter fehlt. Dann machen wir mal hier Blöcke weg. Dann hebe ich mal. So, jetzt ist er, glaube ich, an. Jetzt arbeitet er. Oh ja, schön. Das ist cool. Was ist das hier? Ah, CD-Fächer. Ah, okay. Hat er da oben auch nochmal. Ach, da. Ach, weil es wahrscheinlich sonst zu hoch wäre. Hat er gesagt, dann mache ich lieber da den Schalter hin. Wo man da oben ja noch weniger drankommt als wie hier, weil hier komme ich hüpfend ja dran. Hätte ich gar kein Licht gebraucht. Mit grünem Licht. Cool. Ja, ist wahrscheinlich eine Nvidia. Schön. Schönes Ding, Crafter King. So, wir haben auch wieder Geburtstagsgrüße. Auch ein paar Nachzügler. Wieder mal. Zum Beispiel letzte Woche, 13.11. haben wir die Mickey Mack. Happy Birthday to you. Und am 14.11. hatten wir die Erna Dobrijanski. Die wird 11. Dann alles Gute zum 11. Happy Birthday to you. So, das schreibe ich mir kurz auf, dass ich hier 417, in Folge 417 die zwei gratuliert habe. Genau, und die machen wir dann nach der nächsten Grenzung. So, dann haben wir hier 2 Zylinder. Einmal etwas kleiner und einmal etwas größer. Muss ich die einschweißen oder geht das so? Ich drücke jetzt mal hier den Knopf, was passiert da jetzt? Ja, ich glaube, ich muss die anschweißen. Machen wir mal. Warum hat man eigentlich immer schon so volles Inventar? Warum nicht einfach leer? Das verstehe ich immer nicht. Ich hole mir dann da schon das Zeug, was ich brauche. So. Jetzt dürfte nichts mehr passieren. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt drücke ich auf den Knopf. Muss ich hier irgendwas machen?
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht muss ich draufhauen. Ah. Jetzt müssen wir erstmal antreiben. Jetzt arbeitet er. Tak, tak, tak. Das ist ja lustig, dass der weiß wird. Zumindest sieht es ja aus. Das sieht ja ein bisschen aus wie so eine kleine Mini-Explosion, die man auch wirklich hat. Ist ja lustig. Da gibt es doch hier diese... Warte, ich schau mal. Es gibt doch diese... komischen Lichter. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich finde sie grauenhaft. Ich glaube, ich finde sie nicht. Boah, sind das viele Sachen. Alter Schwede. Wie viele Reifen? Also ich habe jetzt alle Mods aktiviert, die ich habe, weil ich dann immer nicht weiß, welche Mods ich brauche. Na gut, okay. So, und so kann man ausmachen, ja? Aha. Und das Ganze haben wir nochmal in etwas kleiner. Schätze ich mal. Not bad. Boah, das dreht sich sogar richtig schnell. Und da ist jetzt nur ein Zylinder, kann das sein? Eigentlich müssen wir ja mal nachgucken, wie er das gebaut hat. Ich habe nur Angst. Warte mal. Ah, okay, okay. Ich sehe schon was. Oh, was hätte ich? Ja, das war jetzt dumm von mir. Ah, der hat da so... Das war jetzt dumm von mir. Warte mal. Warte, wir können es ja aus Glas machen. Das ist doch... Hui. So, da sehen wir was. Jetzt müssen wir hier wieder anschweißen. Echt nicht schlecht. Zack, 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 zack. Hat er dann auch ein Fass, der nach oben geht? Nee, ne? Nur nach unten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, echt, echt cool. Also. Läuft einwandfrei. Wie hat er das dann hier gemacht? Ich habe hier auch wieder Angst aufzumachen. Ja, das halt einfach mit zwei gemacht, okay. Nicht schlecht. Ich habe ja sowas auch mal gebaut. So eine Art Pistenmotor. Ich pack die mal weg, ja. Hier, den hier. Ich stehe immer noch V6. Ich weiß nicht, wie ich auf V6 gekommen bin. Es ist ja ein V8. Ich habe hier die Pistons. Die immer dann in Reihe runterdrücken. Ich kann das ja mal demonstrieren. Und dann sieht man, wie sich das hier dreht. Und da bin ich momentan ein Fahrzeug am Bauen dafür. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber... ist schon ziemlich cool. Was halt schade ist, man kann halt nicht so wirklich die Geschwindigkeit regeln. Ich habe versucht, das Ding so kompakt wie möglich zu bauen. Für ein normales Fahrzeug ist es natürlich Mist. Brauchen wir nicht drüber reden. Für ein LKW aber ganz recht brauchbar. Und das ist halt auch cool. Man kann jederzeit überall stoppen und anfangen. Also das ist mega cool. Und ich habe schon mal so einen ganz kleinen LKW damit gebaut. Und
Habt da mal versucht, damit einen Berg hochzufahren. Also das Ding schiebt an, das ist nicht normal. Das ist nicht schnell, aber es schiebt. Also schieben tut es richtig krass. So, was haben wir jetzt gesagt? Ah ja, die Bushaltestelle. Also die Bushaltestelle ist ja mal wirklich schnucklig. Ich finde auch hier das mit dem gerillten Blech hier so. Ah, man kann sich auch hinsetzen. Man sitzt zwar ein bisschen komisch, aber... Das ist schon schön. Hier kann man Fahrräder unterstellen, damit die leicht nass werden. Hier mal so Snackautomaten oder Getränkeautomaten, je nachdem. Kleines Pflänzchen. Ne, es ist wirklich, wirklich schick. Und hier fährt dann der Bus so ran. Das ist auch so schön hier so abgerundet. Das ist sehr schön. Eine sehr schöne Bushaltestelle. Also da muss man Crispy auch loben. Crispy kann sehr, sehr, sehr schöne Gebäude bauen. Also das finde ich schon nicht schlecht. Das erste Gebäude, was ich von ihm gesehen habe, war, glaube ich, so ein Fachwerkshaus. Und da habe ich echt gedacht, nicht schlecht. Oder der Bahnhof, der große, mit den Monorails oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, es hat dann zu sehr angefangen zu laggen. Aber die hat er mir gezeigt und da habe ich gedacht, nicht schlecht. Cool, weiterbauen. Wenn du fertig bist, schicken. Ja, dann haben wir hier einen Counter. Und zwei Knöpfe. Eins. Plus eins, okay. Aha. Geht so schnell, darf man auch hier nicht drücken. Ich bin mal gespannt, meiner ging ja nur bis 8 oder so. Dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, genau. Seiner geht auch bis 8. Wollen wir mal reingucken, wie er das jetzt dann umgebaut hat. Okay, also man sieht ganz deutlich, es sieht genauso aus wie meins. Nur hat er mehr Bildschirme halt verwendet. Also mehr Logik-Gates zum Anzeigen. Weil er das insgesamt ein ganz Stück größer gemacht hat. Ich habe sogar meinen auch hier. Man sieht schon beachtliche Größe, würde ich sagen. Das ist eigentlich ganz cool. Das hat er ganz schön gemacht. Und meiner geht halt auch nur 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann ist Ende bei mir. Weil ich gedacht habe, mehr als 8 Punkte werden wir beim Cardfight nie kriegen. Weil die Runden meistens nur aus Paar bestehen. So, man sieht hier, das ist das Feld, was dafür sorgt, dass der zählt. Man hat hier die Reihen. Dann drückt man 1, dann geht Reihe 1 an und das sind dann halt die, die man halt dann mit der 1 verbinden muss hier. Dass das Ganze eine 1 gibt, die stehen alle auf Ohr, also sprich jedes Signal geht rein. Dann macht man auf 2, dann geht das 1er Signal aus und das 2er Signal geht an. Mehr ist es eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch ein paar Lautsprecher, ein paar Boxen für die Soundeffekte, so wie er auch. Und im Prinzip ist es total simpel eigentlich. So. Ja, ein sehr schöner Counter. Super groß. Sieht man auch in weiter Entfernung. Das ist gut. So, dann haben wir die Bühne von Fabi Uli. Ich denke, das ist nichts Unbekanntes, so eine Bühne. Ah, so kommt man rein, okay. Klick, klack. Oh, die ist aber groß, das ist schön, das ist gut. So, wir haben einen Knopf. Einen zweiten Knopf. Einen dritten Knopf. Mit allen passiert irgendwie nichts. Oh, die Lenkung ist nicht schlecht, aber ein Tick zu weit, weil so kommt man nicht. So komme ich ja nicht rum. Was ist der Knopf? Das ist bestimmt irgendein Sicherheitsschalter oder so. Komisch. Ah, jetzt. Das ist der Sicherheitsschalter. Okay, also. Wir haben hier
eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ich glaube 9 Stufen. Boah. Und wir können immer noch. Können wir noch fahren? Ja, wir können noch fahren. Achso, und das ist einmal für komplett. Das ist natürlich cool. Ah, unten sieht man auch noch Lichter. Da sieht man, ah, jetzt bin ich im Maximum. So, jetzt kann ich das hier noch ausfahren und dann kann ich hier in luftiger Höhe bauen. Ja! Oh, jetzt hatte ich ganz kurz Schmetterlinge im Bauch. Ja, nice. Schöne Bühne. Schick, ja. Sieht auch stabil und sicher aus, also... Löblich. Löblich, löblich. So, den können wir auch mal wegmachen. Weil dann kann ich die Map wiederverwenden. Für Sachen mit Mods. Oh, wir haben ja noch Geburtstagsfrist. Entschuldigung. 20.11. hatte der Tiny Build Geburtstag. Ja, dann alles Gute zum Geburtstag. Und gestern, am 21. hatte der Juicy Craft Geburtstag. Auch dir alles Gute nachträglich. So, und jetzt haben wir ganz viele nochmal Nachzügler. Das ist ja der Wahnsinn. Achso, warte mal. Hatten wir? Aber den und den hatten wir nicht. Oder? Warte mal. Ich schau mal ganz schnell nach. Ja, den hatten wir nicht. Also, Illuminaten, IP-Bot. Und Kuss im Glaze hatten am 12.11. Geburtstag. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich. Und Tommy Thiele hat am 10.11. auch dir alles Gute zum Geburtstag, lieber Freund. So, heute haben wir auch noch einen, der kommt dann gleich dran. So, welchen Creeper machen wir jetzt? Wie habe ich so rum? Den hier. Okay, dann machen wir mal. Ja, machen wir mal. Lass mal so in der Reihenfolge. So, was passiert jetzt? Explodiert der, oder? Nee. Okay. Und jetzt? Achso, das ist zum Einsteigen. Ey! Nein! Ich war doch noch nicht. Ich sehe schon was. Wie komme ich denn raus? Ich will hinten die Klappe zumachen. Da ist ein Lift drin. Dann benutzen wir mal den Lift da drin. Auf nach oben! Ah, so komme ich raus. Nein! Ich will doch noch aussteigen. Ah, verdammt. Aber auch. So. So. Okay. Wir können scheinbar laufen. Und so ein bisschen hüpfen. Und zumindest sieht das so aus, als würden wir hüpfen. I am a Creeper! Ah, so. Alter, das ist ja mal mega geil. Oh, die Reifen sollte man nicht während der Fahrt. Licht, okay. Radio. So, und dann haben wir mit 1. Boom! Wie geil! Oh. Wendig! Ich habe nicht damit gerechnet, dass der sich so schnell dreht. Boom!
Boom! Das ist so cool. Kreativ, muss man jetzt mal ehrlich sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es oben gibt. Ja, hier. Viele Knöpfe. Ah, hier. Ja, Wahnsinn, also das ist mal ein mega cooler Creeper von Paul. Also wenn ihr wirklich mal so einen coolen Creeper sucht, um eure Freunde vielleicht den ein oder anderen Schrecken einzujagen, besucht Paul und holt euch diesen super coolen explodierenden Creeper, wohlbemerkt. Explodierend. Also ich glaube, der hätte beim Master Builder sogar abgeräumt, aber ja, kann man nichts machen. So, jetzt haben wir noch einen von Gamer. Okay, der fährt mich erstmal nach oben. Ah, auch nicht schlecht, okay. Ja, schön, der kann auch fahren. Ich bin ein Creeper. Ich bin ein Creeper. Davon sollte es eigentlich mal ein Song gehen. Ich bin ein Creeper. Wenn ich explodiere, ja, dann mach's Buhu. Da, 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 da. Ich bin ein Creeper. Ich bin ein Creeper. Ich bin ein Creeper. Und wenn ich explodiere, dann mach das Bumm. Irgendwie so. Wieder ein lustiges Liedchen. So. Hat der noch was? Nicht, dass ich was übersehe. Ah, hier, schau mal. Er hat sogar eine Wohnung da drin. Na, Toiletten in der Haus. Not enter. Jetzt ist das Toilettenpapier scheinbar benutzt, denn es ist braun geworden. Na gut, ich glaube, es soll eher ein Schrank sein. Coole Idee. Ich bin ein Creeper. Ich bin ein Creeper. Da, 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 da. Jetzt bräuchte man natürlich irgendwas, was auf Creeper sich reimt. Gibt's nicht so viel. Zumindest fällt mir gerade nichts ein. Ich bin nicht so der Reimemeister. Aber da könnte man einen coolen Song draus machen. Auf jeden Fall müsstest du anfangen. Ich bin ein Creeper. Ich bin ein Creeper. Und wenn ich komme, dann explodiere ich. Bumm. könnte ein netter Song werden. Vielleicht hat ja jemand Lust dazu. So, heute, liebe Leute, hat der Niklas Ocker 417 Geburtstag. Ne, 417 nicht. 417 ist heute die Folge. Ja, dann alles Gute, lieber Niklas. Ja, das ist ja wunderschön. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Wir sind in unserer nächsten Folge, nämlich morgen wieder um 18 Uhr. Ich sage Tschüss, Ahoi und Tschö mit Ö. Oder Ä. Oder Ö. Oder Ü. Machen wir mal mit Ü. Warte. Tschö mit Ü. Ja, Tschö mit Ü. Bis dann.